Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Abenteuerreihe, in dem es um die Derelict Spaceships, den Points of Interest, geht, die ja jetzt mit der 3.16.1 ins First gekommen sind. Letztes Mal waren wir auf Areal, haben uns dort das Wrack angeschaut, und heute sind wir wahrscheinlich auf dem heißesten Mond im ganzen Stanton-System, nämlich Aberdeen, ebenfalls bei Horsten, und wir steuern gerade HDMS Northgard an. Und von dort aus geht es dann weiter zu unserem zweiten Wrack. So, wir haben wieder die Pembroke-Rüstung an, die uns vor Hitze schützt. Die gleiche, die wir auch schon in der ersten Episode dieser Reihe anhatten. So, dann wollen wir uns erstmal kurz ausrichten, in die richtige Richtung fliegen. Dieses Mal ist das Ziel ein bisschen weiter weg. Wir müssen 22,9 Kilometer fliegen. Aber auch das, Leute, ist jetzt nicht unbedingt viel. So. Jetzt muss ich mich erstmal kurz orientieren. Wie gesagt, ich mache das alles mit Sicht und nicht mit Triangulierung. Und das ist die richtige Richtung. Da hinten dieser Berg, der so zwischen diesen, in dieser Kuhle da zu sehen ist. Da müsst ihr drauf zuhalten. Und so ungefähr ein bisschen rechts von 120 Grad gebt ihr einfach mal Vollgas. Genau. Und diese 22,9 Kilometer, ne, das ist natürlich von Northgard gerechnet, logischerweise. Ne, so könnt ihr auch ungefähr euch immer umdrehen, wisst ihr, dass ihr ungefähr in dieser Entfernung seid. Und auch die Gradzahl wird sich gleich noch ein bisschen in die Richtung 120 bewegen. Das ist immer nur so ein ungefährer Indikator, aber letztendlich findet man das schon relativ gut. So, hier darf man natürlich nicht gegenfliegen, gegen das Ding. So, dann tut sich hinten ein weiterer Berg auf. Da fliegen wir so ein bisschen... Also so dran vorbei, das passt dann schon. Ja, sind wir jetzt schon gar nicht mehr so auf 120. Aber wie gesagt, das ist immer nur so ungefähr. Dann fliegen wir hier weiter rüber. Mit unserer Avenger Titan Renegade. Sehr, sehr geil. So, dann kommt der nächste Anhaltspunkt, und zwar da hinten am Horizont, da wo ich jetzt direkt drauf halte, da ist so ein Berg, der geht so hoch, ne, so wie so eine kleine Klippe. Und da halten wir jetzt drauf zu. Da, wo ich jetzt direkt drauf zufliege. Und dann ist das Wrack auch gar nicht mehr so weit. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier auch alle Rätsel lösen. So. Jetzt können wir schon mal so ein bisschen langsamer werden. Da in diesen Bergspalten, irgendwo ist es drinne. Ja, muss da mal so ein bisschen runter gucken. Kann auch sein, dass es jetzt hier schon drinne liegt. Ja, ich glaube, einen weiter noch. Ich glaube, hier liegt es. Genau, da ist es. Da ist unser zweiter Point of Interest. Hier werden wir auch mal landen. Direkt in der Kuhle. Hier ist es nicht ganz so felsig wie auf Areal an der einen Absturzstelle. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns einen schönen Landeplatz suchen. So. Nur auch hier seht ihr, das sieht wieder so ein bisschen anders aus. Da hinten die Spitze, die liegt so ein bisschen quer. Dann so ein paar andere Teile. Wie gesagt, die ganzen Wrackteile, die haben auch die unterschiedlichsten Segmente. Manche haben wirklich 4, 5, 6, 7 Segmente. Manche haben nur 3 Segmente. Ne, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Total cool. Und das hier besteht jetzt halt aus 5 Segmenten. Nur so. Sonst habe ich erstmal noch keins weiter gesehen. So, wir landen mal. Ich würde sagen, wir fliegen noch ein bisschen weiter. Fangen wieder hinten an. Können ja nochmal gucken, wie viele Kisten wir hier haben. Da hinten liegt eine drin. Hier liegen 2 drinne. Hier liegen sogar 4 drinne. Sehr, sehr cool. Und da vorne, das können wir uns theoretisch sparen. Wir gucken uns aber trotzdem an. So, das ist auf jeden Fall hier der interessante. Wahrscheinlich ist das der mit dem Puzzle. Schauen wir mal. Wir fangen auf jeden Fall trotzdem bei dem da hinten an. Können wir uns merken. 1, 2, 4. Ne? Also sehr, sehr cool. Insgesamt 7 Stück. Noch Adam Riese summa summaro. So, hier denke ich mal, gehen wir mal runter. Das ist doch ein entspannter Landeplatz. So, ich hoffe, er bleibt ruhig stehen. Er sackt schon wieder hinten so verdächtig ab. Das gefällt mir nicht. Das war letztes Mal auch so, und dann hat er da so rumgewabert. Ja, vielleicht ist das gar nicht so gut, in der Nähe dieser Wrackteile zu landen. Vielleicht ist da einfach die Kollision nicht so top. Ich kann ja mal ein bisschen weiter hier rüber gehen. So. Schauen, wie es hier aussieht. Das ist doch auch ein schöner Landeplatz hier. Schön zwischen diesen beiden im Leben stehenden Bäumen.
Naja, gut. Das sollte in Ordnung sein. Dann machen wir die Mühle mal aus. Ich würde sagen, wir steigen auch direkt hier vorne aus. So. Zack. Ja. Wunderbar. Gut. Steht das Schiff still? Jawohl. Es wackelt nicht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann würde ich sagen, fangen wir da hinten mal an. Ne, hier oben sehen wir schon mal zum Beispiel, da ist schon mal eine Lücke. Könnten wir natürlich versuchen, von hier reinzuspringen. Aber erstmal fangen wir, wie gesagt, da hinten an. Ich hatte ja in der ersten Episode schon gesagt, ich kenne noch nicht alle Wracks in- und auswendig. Und alle Rätsel habe ich auch noch nicht gelöst. Aber so ein paar, die habe ich mir natürlich schon mal angeguckt. Auf die Schnelle, wenn es die Zeit zuließ. Letztendlich ist es halt immer ein Wrack. Ne? Es ist immer das Caterpillar-Wrack und irgendwann kennt man auch so seine Pappenheimer. Ne, hier war es ja in der ersten Episode so, dass wir hier eine Kiste nach da ziehen mussten. Die steht jetzt hier schon drinne. Die werden wir wahrscheinlich jetzt auch gar nicht bewegen können. Nee, die ist diesmal fix. Die müssen wir also nicht bewegen. Diese Rohren, die sind halt neu. Die hatten wir letztes Mal nicht. Ne? Aber gut, so unterscheiden die sich halt ein bisschen. So, dann klettern wir hier wieder hoch. Und hier sieht man auch die Ringe nochmal ganz deutlich, ne? Hier von dieser Sonne. Ne? Das ist sehr, sehr störend. Hier haben wir die Kiste hier stehen. Sehr gut, das sollte auch die sein. Hier stand ja auch nur eine. Und auch hier haben wir wieder ein Traktorbeam, ein Multitool, was wir auf jeden Fall immer mitnehmen sollten. Dann dreimal Medpen, ein paar Granaten und noch, ja gut, die Computerblades, die können wir erstmal hier lassen. Und die Früchte und den Pen, den lassen wir auch hier. Und das sollte das erste Wrack schon gewesen sein. So, dann wieder raus. Zack. Ja, sehr, sehr cool. Ich kann ja trotzdem nochmal hier gucken, ob es vielleicht noch einen anderen Eingang gibt. Aber eigentlich hat dieses Modul gar nicht viel mehr zu bieten. Ja, da ist eigentlich nur hinten das Triebwerk drin, der Engineering-Raum. Ja, das ist das Engineering-Modul sozusagen. So, dann gucken wir uns das zweite Teil an. Hier müssten zwei Kisten zu finden sein. Dann gehen wir erstmal hier rein. Gucken wir mal hier, da geht es auch rein. Oh, da hinten sehen wir schon zwei Laserstrip-Mines. Das heißt, hier wartet schon das erste Rätsel auf uns. Sehr, sehr cool. Oh, hier liegt sogar eine tote Leiche rum. Also, das ist nicht unser Auftrag. Egal. So, hier haben wir die Kiste auf jeden Fall. So. Ja, ich glaube, ich weiß auch schon, wie wir das lösen, das Ganze. Und zwar nehmen wir das Multitool. Nehmen wir das Ding hier, die Kiste. Werden die, soweit es geht, darüber packen. Eieiei, eieiei. So, hier die einfach so ein bisschen darüber schmeißen, so zack. So, jetzt sollte sie da sein. Dass wir da aus diesem Spalt da hinten dann letztendlich die Kiste weiter hier rüber packen können. Aber vielleicht kommen wir auch jetzt schon ran, mal gucken. Ah, wir kommen schon ran. Sehr, sehr gut. Dann holen wir uns die jetzt hier ran, müssen uns natürlich zurückbewegen, weil die Laserstrip Mines, die gehen natürlich jetzt hoch, wenn die berührt werden. Oh, sind sie doch nicht hochgegangen. Guckt euch das an. Gehen wir mal zurück. Ah ja, jetzt. Habe ich sie direkt durch die Laserstrip Mines gezogen, ne? So kann es auch sein. Geschickt, der Sidbook, geschickt. So, da haben wir unsere erste Kiste. Sehr, sehr cool. Dann drücken wir wieder R, damit wir die Kiste wieder dementsprechend drehen können. So, dass hier Leichen liegen, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Weil ich glaube, das ist eine Mission, die, wenn die wer annimmt, dann kommt der uns hier besuchen. Aber ist egal, wir haben schon alles gelootet. So, was haben wir denn hier in dieser Special-Kiste? Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall eine Karma-Rifle, die nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Dann haben wir noch eins, ein Schalldämpfer, den nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein bisschen Karma-Rifle-Munition. Ich würde sagen, die rüsten wir direkt gleich aus. Zack, 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 so viel wie rangeht. So, einen nehmen wir noch mit hier hin. Den Helm, den könnten wir theoretisch auch noch mitnehmen. Den können wir hier reinpacken, das passt noch. Und die Granaten, ja komm, nehmen wir auch mit. So, wunderbar. Dann haben wir das schon mal gelöst, sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz muss es irgendwie noch nach oben gehen, denn da oben war ja auch noch eine Öffnung. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ah ja, ich weiß wie. So. Dann haben wir hier eine Kiste, aber da kommen wir nicht durch. Aber eventuell müssen wir diese Kiste auf die andere Seite stellen. Was haltet ihr davon? Das ist doch mal eine gute Idee. Also die hier raus.
hoffe, sie backt nicht durch den Boden. Das kann nämlich hier gerne mal passieren. Hier sieht gut aus. So, wunderbar. Theoretisch könnt ihr die auch hier oben rausziehen, unten rausziehen. Das geht auch, gar kein Problem. So, und dann wollen wir uns mal hier... Mensch! Hier an den Brech verfriemelt. So, hier, da gehen wir hoch. Da brauchen wir die Kiste für. So, stellen wir hier unten ab. Na, kommst du zurück? So, so, so. Das müsste doch eigentlich... Ja, noch ein bisschen weiter ran. So vielleicht. Oder so vielleicht. Das müsste doch gut sein. Dann klettern wir hier hoch und klettern hier hoch. Sehr, sehr gut. Ja, hier auch geil, ne? Mit diesen Streifen und so. Sieht echt cool aus. So, dann sind wir jetzt im oberen Modul und hier haben wir jetzt auch wieder eine Kiste, obwohl das ist auch eine Missionskiste sogar. Ah ja, hier gibt es auf jeden Fall gerade eine aktuelle Mission, die könnten wir theoretisch jetzt annehmen, aber das ist ja jetzt gerade nicht unser Auftrag, ne? Deswegen lassen wir die mal liegen. Aber es kann halt sein, dass der ein oder andere Spieler dann hier irgendwann auftaucht. Der wird nicht amüsiert sein, wenn er hier ankommt. So, hier haben wir auch wieder eine Kiste, eine andere, aber hier haben wir wieder eine besondere Kiste. Schauen wir uns mal den Loot an, was haben wir denn diesmal drin? Oh, das ist eigentlich eine ganz schöne Armor, die kriegen wir aber hier nicht rein, weil die ist viel zu fett für den Rucksack. Aber wir haben auf jeden Fall einen Scope, den packen wir hier rein. Ich mal kurz gucken, ob der vielleicht sogar an die Waffe hier geht. Den würde ich da gerne ranpacken. Zack. Dann haben wir noch ein bisschen Munition, das, ja, ein Stabilizer, den können wir auch noch mitnehmen. Ja, schade, die würde ich gerne mitnehmen. Würde ich normalerweise wahrscheinlich auch machen, aber das Ganze hebe ich mir mal auf, wenn es dann irgendwann mal, das Verkaufen geht. Denn sonst habe ich einfach viel zu viel Zeug am Start. So, dann springen wir hier rüber, zack, und begeben uns zum nächsten Mal. Ne, auch dieser Schrott, der überall rumliegt, haben sie toll gemacht. Wirklich, echt cool. Ne, und das sind natürlich Sachen, die sind nicht generiert. Ne, das ist wirklich gebaut und wirklich eingebettet. Und das hat der Cloud Imperium Games ja auch mal gesagt, dass es halt immer so eine Mischung ist zwischen generiertem Zeug, was sich halt ja einfach random generiert, und halt wirklich Sachen, die physisch gebaut werden. Und das wird sich auch nie ändern. Landezonen zum Beispiel. Ne, Landezonen werden immer physisch gebaut. Die können sich nicht selbst generieren. Ne, das ist... einfach nicht möglich. Beispiel dafür zum Beispiel ist No Man's Sky. Ne, wer das kennt, das ist halt komplett selbst generiert, das Ganze. Deswegen kann das auch unendlich groß sein und sich immer ständig wieder neu. Aber letztendlich, irgendwann kennst du eins, kennst du alle. Ne, das ist halt leider so. So, hier liegt wieder eine Leiche. Da müssen wir wieder gucken. Hier können wir irgendwas nehmen. Das können wir leider nicht. Ne, manchmal kann man ja auch so ein bisschen Schrott nehmen. Wir können hier... Ach nee, würde sagen, wir jagen den durch. Nein, das machen wir natürlich nicht. Es gibt immer die Möglichkeit, dass ihr auch noch eine Waffe benutzt. Wir haben ja eine Handknifte dabei. Dann zielt ihr einfach auf die Dinger hier. Und dann haben sich die erledigt. Ja, diesmal haben wir sogar ein paar Explosionen. Das ist doch auch eine feine Sache. So, nichtsdestotrotz gehen wir erstmal hier oben lang. Obwohl, komm, wir haben sie jetzt so schön zerstört. Jetzt schauen wir uns das hier unten erstmal an. Dann haben wir hier noch einen kleinen Raum. Hier liegt noch eine Leiche. Na, aber ihr seht auch die Sachen, die hier jetzt zum Bauen sind, also zum Finden sind von Leichen und die ganzen anderen Sachen. Selbst die Leute müssen halt durch diese Rätsel durch. Ne? Das ist, ja, total gut. Ne, eigentlich sind diese normalen Caterpillar oder diese normalen Wracks, die man jetzt so kennt, die sind ja jetzt schon fast langweilig dagegen. Ne? Muss man echt sagen. Nur abgesehen davon findet man hier Loot. So, dann gucken wir hier nochmal. Ja, hier waren ja eigentlich echt viele, viele Teile drin. Ne? Hier noch was finden. Ne? Keine Sorge, ihr könnt euch in Anführungsstrichen fast nicht vergriesgnadeln. Ne, das ist, es geht zwar noch, ne? Ihr könnt euch zwar wirklich noch irgendwie... Ah, hier ist noch einer. Sehr, sehr schön. Ihr könnt euch zwar trotzdem noch irgendwie verbacken. Das geht.
Aber CRG hat das wirklich so gut wie ausgemerzt, dass ihr wirklich überall rauskommt. Am Anfang gingen zum Beispiel die ganzen Türmechaniken nicht. Ne? Dann hat man in so einem Loch gesteckt. Normalerweise sollte eine Tür aufgehen. Ging sie aber dann nicht. Ne? Und das war halt so ein bisschen blöd. So, den können wir uns eigentlich fast sparen, den Weg. Aber, ja, weil es so schön explodiert, würde ich sagen, knallen wir da nochmal einen rauf. Ah ja, gut. Ja, hätte ich mal nichts gesagt. So, ich glaube, da kommt ein Schiff, Freunde. Ich glaube, da kommt ein Schiff. Ja, der wird sich nicht freuen, dass wir hier schon alles leer gemacht haben. Aber vielleicht freut er sich ja, dass er das Wrack sieht. So, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns hier nicht, dass der uns nicht kaputtballert, der Typ. Gucken wir uns den mal an, was haben wir da? Ah ja, das ist auf jeden Fall eine Saber. Aber er lässt unser Schiff in Ruhe da hinten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und wir werden uns mal einfach weiter in die Wracks begeben. Aber ich glaube, in denen da vorne war gar nichts mehr groß. Ne? Guten Tag. Ja, das ist geil, oder? Freunde, das ist Star Citizen, ne? Ich finde das so gut. Ja, landet er. Sehr schön. Ja, der hat wahrscheinlich einen Auftrag, wie gesagt, die Leichen zu finden. Oder eine Kiste zu finden. Oder hier diese Zeta-Polanit-Geschichten. Das kann auch sein, dass er das hat. Ne? Obwohl, da ist er mit der Saber natürlich ein bisschen doof dran. Hier haben wir jetzt auch noch eine Kiste. Die werden wir uns natürlich schnell noch holen, bevor der Kollege kommt. Ne? Dieses Rätsel kennen wir ja schon. Das haben wir ja schon in der letzten Episode gesehen. Das hat sich jetzt hier an der Stelle auch ein bisschen wiederholt. So, dann unten durch, oben rüber und raus. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, was wir denn jetzt hier drin haben. Ja, und noch einen schönen Helm. Den nehmen wir nochmal mit. Dann haben wir noch ein paar Granaten. Aber das Zeug kann ich eigentlich alles hier lassen. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Die Shotgun. Ah, nee, brauche ich eigentlich auch nicht. Ich bin halt einfach kein Shotgun-Typ. Ja, den Rest, den lassen wir einfach mal hier, würde ich sagen. So, kann er sich nehmen. Ist doch auch, ist auch nett. So, wir gucken uns noch das vordere Modul an. Obwohl, ich dachte eigentlich, der hätte uns vorhin hier keine Kiste drin angezeigt. Aber gut, so ist das, ne? So, da kommt er. Aufpassen, dass der uns nicht abschießt. So. Zack. Zack. Und hier unten haben wir dann auch noch eine Kiste drin. Sehr, sehr cool. Aber das ist wieder so eine, ja, so eine Low-Budget-Kiste. Ne, komm, das lassen wir ihm auch drin. Ne, zum Dank ballert der uns bestimmt ab. Da meint man es gut, ne? Und ja, so ist das. Aber Freunde, das ist auf jeden Fall das zweite Wrack hier auf Aberdeen. Von den neuen Wracks, die mit der 3.16 reingekommen sind. Na komm, wir nehmen mal so ein bisschen. Wir lassen den mal da alleine. Irgendwie traue ich dem Braten nicht. Ne, wer schon mit einer Saber kommt, der kann auch kämpfen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, mit diesen wunderschönen Bildern verabschieden wir uns. Ne, so. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten und dritten Video wieder. Mal gucken, ob wir dann nach Ita fliegen oder ob wir dann Magda machen. Mal schauen, je nachdem, wo Sonne ist. Und dann zeige ich euch, wo da jeweils dann das Wrack verborgen ist. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.